Willkommen zurück zum Let's Play Shadow of the Colossus. Da mache ich mir direkt einen Knoten in die Zunge. Wir machen natürlich direkt wieder mit der Sequenz weiter. Wir haben jetzt 6 Kolosse besiegt. Also ein Drittel. Beziehungsweise über ein Drittel natürlich. Ein Donnergrollen lauert unter Wasser. Das heißt, der nächste Koloss wird wohl irgendein Seeungeheuer sein. Den nächsten Koloss finde ich auch sehr, sehr ansehnlich. Der ist zwar auch recht schwer, aber in diesem Fall stört mich das eigentlich gar nicht so richtig. Weiß auch nicht so richtig warum. So, wir müssen auf jeden Fall in diese Richtung wieder. Tja, der Nachfolger von diesem Spiel ist schon geplant. Ist für kein spezielles Datum oder wenigstens ein Quartal oder zumindest ein Jahr angekündigt. Man weiß nur den Namen. Der Nachfolger soll, das muss ich kurz überlegen. Okay, wie war jetzt nochmal? The Last Guardian, genau. The Last Guardian soll es heißen. Nur leider gibt es dafür noch keinen Erscheinungstermin. Und ich befürchte auch fast, dass das Entwicklerstudio so ziemlich am Ende ist. Trotz der guten Spiele haben sich diese nicht besonders gut verkauft. Na, was heißt nicht besonders gut? Die haben einen guten Ruf und sie wurden auch oft gekauft, aber nicht oft genug, dass es viel Gewinn einspielen würde. Gerade Ico, also der Vorgänger von Shadow of the Colossus, war relativ enttäuschend von den Absatzzahlen her, weil es einfach zu speziell war. Shadow of the Colossus ist zwar auch sehr speziell, ist aber für die Masse doch etwas interessanter durch das ungewöhnliche Setting. Also wir sind hier in einem toten Gebiet unterwegs und allein schon die Vorstellung, auf einen riesigen Koloss zu klettern und ihn damit zu besiegen. Dieser Gedanke, David gegen Goliath, das hat scheinbar eine größere Faszination als die Geschehnisse im ersten Teil. Da ging es ja darum, oder in Ico, ist ja nicht der erste Teil, das heißt ja Ico, da ist man ja einfach nur, hat man versucht aus einer Festung auszubrechen. Während des Versuches lernt man noch ein Mädchen kennen, nimmt sie natürlich mit und versucht sie auch mit zu befreien. Und darum geht's halt das ganze Spiel. Natürlich hat auch Ico seine Besonderheit. Und zwar, dass man nicht nur um seine eigene Spielfigur Angst hat und sich Sorgen macht, sondern dass das eben auch... Oh. Da waren zwei Eidechsen im Sand. Sondern dass das auch, für das Mädchen gilt, was man versucht zu retten. Dass man da also Bande aufbaut und eine emotionale Beziehung, kann man schon fast sagen. Darum geht's halt in Ico. Aber das ist halt nicht jedermanns Sache.
So, wir sind schon da. Dieser Koloss ist nicht besonders schwer zu finden. Wir werden auch gleich eine Videosequenz sehen. Da müssen wir lang. Und die Sequenz zeigt uns natürlich wieder, dass wir richtig sind. Ob wir wirklich richtig stehen, zeigt uns, wenn die Sequenz angehen. Und da unten sehen wir schon ein komisches Leuchten, das wird er wohl sein. Noch ruhend auf dem Grund des Sees. So, jetzt müssen wir hier spiralförmig runterlaufen und springen. So, und jetzt den Rest mache ich einfach mal so. Wobei dieser Koloss, muss man auch sagen, relativ unheimlich ist. Es ist ein Koloss, es ist etwas Großes und es ist unter Wasser. Und wenn man so hilflos in diesem Wasser rumschwimmt und dann dieses Riesenviech unter einem durchschwimmt, das ist schon, ja, seltsam, ne? Stellt euch einfach mal vor, ihr schwimmt irgendwo auf einem großen See mitten darin irgendwie. Es ist nichts in der Nähe, was einem retten kann. Ihr schwimmt da so hilflos rum und dann taucht da plötzlich so ein Riesenviech auf und visiert euch an und kommt euch immer näher. Das ist schon ein verstörender Gedanke, wie ich finde. So, es ist natürlich die Frage, wie kommt man an ihn ran? Und da kann es eigentlich nur eine Antwort drauf geben, indem er auftaucht. Nur so kommen wir an den ran, weil so weit kommen wir nicht nach unten tauchen. Und natürlich hat er einen kleinen Trick. Das ist nämlich so eine Art Zitteraal. Nein, halt dich fest so. Zum Glück ist nicht sein ganzer Körper elektrifiziert, sondern nur diese drei Punkte. Diese drei Stacheln nenne ich sie mal. Und jetzt geht's los. Jetzt müssen wir wieder irgendwie versuchen, nach vorne zu kommen. So, und wieder laufen, laufen, laufen. So weit wie es geht. Und dann wieder festhalten. Bei diesem Koloss muss ich definitiv zweimal ansetzen, weil es einfach nicht möglich ist, ihn mit einem Mal auszuschalten. Zumindest nicht mit der Ausstattung, die wir jetzt haben. Später funktioniert das dann, aber das will ich natürlich nicht spoilern. So, jetzt können wir es eigentlich... Da ist so eine Bruchstelle, damit können wir die Dinger genau... wie hier gesehen, kaputt machen. Ob ich schnell genug bin? Ah, nein! Ja, das war nicht genug. Jetzt kriegen wir natürlich einen Elektroschock. So, jetzt aber. Das ist also eine ziemlich langwierige Angelegenheit und irgendwann taucht eben der Koloss einfach nur noch ab. Man hat keine Chance mehr, irgendetwas zu tun. Ja, wir haben wieder einen Elektroschock bekommen. Ja, das ist jetzt dieses... Das ist jetzt der Fall, der taucht jetzt einfach wieder ab. Jetzt müssen wir wieder warten. Ich lasse ihn am besten direkt los, weil das bringt nicht viel. Und jetzt an den festzukrallen. Man erkennt es eigentlich nur an der Musik und wer ein guter Beobachter ist, sieht das natürlich auch, dass er jetzt abtaucht und nicht mehr nach oben kommt. So, jetzt müssen wir halt wieder warten. Wir haben ihn schon durch das Ausschalten dieser Stacheln relativ viel Energie abgezogen. Da kommt er auch schon wieder auf uns zu. Na, mehr oder weniger direkt.
Jetzt hat er uns entdeckt und jetzt kommt er wieder auf uns zu. So, da sind wir wieder drauf. Jetzt geht es einfach nur noch darum, nach vorne zu rennen. Ja, es gibt ja nur noch einen Stachel, der uns in die Quere kommen kann. Ach Mensch, hör doch auf, das Gleichgewicht zu verlieren. Ach Mensch, Junge, das ist doch nicht dein Ernst. Halt dich fest, los! Er bewegt sich nun langsam und gemächlich durchs Wasser und trotzdem verliert er das Gleichgewicht. So. Gutes Stück gut gemacht. Weiter vorwärts. Da. So. Am besten da lang. Das sind wir da, wo wir als letztes gewesen sind. Nein! Ach Mensch, Junge! So, jetzt vorwärts. Ohne Rollen. Gut, das war jetzt nicht schlau. Aber jetzt. Nein, verdammt! Nein, lass mich doch! Was ist denn das jetzt hier? Okay, das ist extrem komisch. Eigentlich hätte er zumindest so lange stehen, bis man vorne ist. Jetzt ist es natürlich für mich unmöglich, nach vorne zu kommen, weil er einfach viel zu schnell reagiert. So. Ich habe jetzt schon zu viel Zeit verbracht. Das heißt, wir werden wohl das letzte bisschen der Energie erst beim dritten Versuch ergattern können. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Dasselbe, wir machen jetzt einen guten Stich. Ah, wir machen einen guten Stich. Gut. Und wir haben den siebten Koloss besiegt. Sagt, 16 sind es insgesamt. Also wir haben jetzt fast die Hälfte. Das dauert jetzt bei ihm natürlich, weil er erstmal auf den Grund sinken muss, bevor diese komischen Dinger da kommen. So, und das passt wie die Faust aufs Auge. Wir speichern wieder. Und während ich speichere, sage ich einfach mal, bis zum nächsten Part. Bis gleich.